Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge hatten wir das Dach begonnen, hatten wir fast fertiggestellt. Ich habe es mal soweit beendet, ringsrum gezogen und ich habe innen auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Zeige ich euch aber alles nach dem Intro, also bleibt dran. Bisschen was vorbereitet heißt, ich habe einfach nur die Wände schon mal eingezogen, die Türen, wie ich sie haben will. Fenster, keine optimale Lösung, gebe ich offen zu. Und hier aber auch die Kamine soweit. Alles damit das schon mal fertig ist, damit man hier nicht nochmal so ewig braucht. Wir sind ja schon ein paar Folgen dran. Hier habe ich auch ein paar Säulen gekickt. Ihr seht, es ist alles ganz nett geworden. Habe ich nicht an? Ja, muss schon an und es ist trotzdem duster. Also wir haben hier ohne Ende Platz. Kann man schon mal so sagen. Hier die Treppe hatten wir gebaut. Hier habe ich auch so ein bisschen was rumgeeiert. Das ist dumm, aber hier soll eine Tür hin. Damit wir hier ein Zimmer haben. Mit zwei Balkonien. Genau, hier habe ich einen Durchgang nochmal gemacht, damit man hier so hin kann. Hier weiß ich noch nicht, wie ich das genau handhabe. Und hier ein Vorraum. Ein Zimmer, noch ein Zimmer, so sind so die Gästeräume nach dem Motto. Und hier kommen dann halt überall Tische hin und Beleuchtung, aber das Dach ist noch nicht fertig. Genauso wie der vordere gleich. Ich würde aber sagen, wir starten einfach mit dieser Ecke hier. Wir müssen das jetzt hier nämlich noch natürlich da oben abschließen. Ne? Also gucken wir mal. Also ich bevorzuge jetzt eigentlich wieder das Dunkle hier. Ich werde das jetzt einfach nochmal kopieren. Upsala, so muss ich das gar nicht. Den einfach nochmal hier so dran ballern. Einfach so als quasi Abschluss. Fast. Ich muss mal selber gucken, wie das aussieht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich lasse hier vieles so im Baum drin. Wie der liebe Neo sagte, Haus ist gar nicht so groß. Es ist nur den Bäumen angepasst. Hat da ja nicht ganz Unrecht. Kann ich so verkaufen. Das schrumpft der hier ein bisschen raus. Quasi hier auch nochmal den so ranmachen. Zack. Finde ich jetzt nicht schlecht, muss ich ehrlich gestehen. Finde ich da ganz gut. Muss ich jetzt noch ein paar Mal machen, hier auch. Hier müssen wir dann auch noch das Innenleben quasi ausbauen. Ja, warte, weißt du, was noch fehlt? Fällt mir gerade mal so auf, das Ding hier. Ne, war noch eins, okay. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, unrelevant, ja. Muss ja wieder ein Komplett gemacht werden. Ich
quasi als Abschluss im Dunkel. Zack. Das war ja alles so komplett verbinden direkt. So. Ich glaube, das müsste so passen, ne? So, das ist 1, 2, 3 noch drüber hinaus. 1, 2, 3, jawohl. Stimmt soweit. Dran. So, das ist doch glatt von unten machen. Na gut. Jetzt soll ich auf die richtige Höhe kommen. So weit. Schlecht, mir ist aber gerade eingefallen, habe ich hier denn auch drunter. Siehst du, da fehlt nämlich einer. So. Der ist ja jetzt hier soweit ready, ne? Ja, das Dach im Leben ist ausgebaut. Bis oben hin. Hier weiß ich nicht, nochmal so. Eventuell. Ja, ist okay. Aber hier will ich auch nochmal dementsprechend ein bisschen was ändern. Komisch aus, aber ich glaube, das wird dadurch echt gut. Muss hier nochmal farblich so ein bisschen abgrenzen. Wir müssen das hier noch schließen. Vom Innenbau mal ganz abgesehen. Da fehlt auch noch einiges. Fenster, so. Hier von mir ist auch noch mal eins. Und dann hat sich das Thema hier auch fast erledigt. So, hier müssen wir jetzt noch mal schauen. Wie wir das hier machen. Machen.
rein theoretisch hätte ich das gern so wie da. Das heißt, wir gehen hier so nach vorne, so ein kleines Überdach hinzimmern. Deswegen habe ich einfach schon mal ein bisschen was vorgearbeitet. Das ist immer noch ordentlich Arbeit. Das hier war, glaube ich, das Richtige da. Das hier mal kurz noch zuzumachen. Kann ich mir die erstmal schenken? Zack. Und zack. Schade, wird wohl nichts mit dem Fenster hier. Ich habe das, glaube ich, lieber geschlossen als Dach. Gleich auf der Ecke. So. Da finde ich gut. Gefällt mich. Eigentlich schon. Hier. Mal so zwei Dinger drauf. Hier drüben, glaube ich, auch hochgehend, oder haben wir deswegen da? Ja, die gehen auch so. Okay, passt. Ist das nämlich auch schon mal dicht? Jetzt hier das Ding mitten im Baum. Zu viel. So. Ja, voll eingewachsen. Ist aber nicht schlimm. Spart mir ein bisschen die Arbeit. Hier geht in dem Fall der hier bis hoch. Ja, die anderen sind zu weit seitlich, ja. Muss ja nicht immer alle gleich sein. So. Muss ich kurz mal überlegen. Was machen wir jetzt hier? Ziehe ich auch nochmal Fenster oder so? Als L nehmen, oder? Hochmodern. Machen wir hier zwei L's rein. Das Gute ist, hier brauche ich, glaube ich, nicht mal die Spitze kredenzen, oder? Nee, weil die hier mitten im Baum ist. Okay, das passt ja schon mal gut. So, hier hinten wird es genauso übel.
gar nichts machen. Ich muss nur den hier ein bisschen hochziehen und hier einfach zumachen. Selbst nicht mal den muss ich hier machen, aber einfach dicht. Der große Kamin, hier kommen keine Fenster. Passt. Groß und dunkel. Aber alles geschlossen. Und hier müssen wir, alles kommt dann glaube ich hier nochmal nach oben. So, jetzt setzen wir erstmal Türen und Fenster ein. Dazu haben wir glaube ich noch ein paar offen. Auf die Schnelle. Keine Türen, keine Fenster. Ich habe auch keinen Platz mehr so in der Tasche, glaube ich. Deswegen machen wir hier mal kurz ein bisschen was weg. So. Habe ich noch was? Was habe ich denn da drin? Türen und Fenster. Also auf jeden Fall brauche ich erstmal die Windows. Kein Sand mehr. Aber ein paar haben wir ja schon ergattern können. Door. Haben wir ja ganz verschiedene hier. Ich weiß nicht, ob ich die Hunted Door als Eingangstür nehmen will. Habe ich die schon mal gemacht gehabt? Ich glaube nämlich nicht. Lianen und Knochen. Wenn die nämlich einfach nur einfärben. Und das glaube ich ziemlich stylisch sein. Komm mal schnell. Zwar schon wieder duster, aber gut ist. Müssen wir uns gleich mal ein paar Lianen ergattern. Nehmen. Jawohl, kann ich. Finde ich ziemlich lustig. Geht auch mit der Ecke, muss ich gestehen. So, hier auch noch eine Tür. Also ich würde das hier schon mal ziemlich cool. Machen wir erstmal die da oben. Ist ja schon mal ein Anfang. Eine Tür können wir noch ballern. Ui, da war das Signal. Meine Güte. Hier einfach hinpacken. So. Kommen wir noch ein paar.
So ist es ja nicht. Ja, und die Decke noch. Hier fehlen auch noch ordentlich Fenster dann. So. Damit das halt nicht mehr passiert. Wie ich die Decke mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht in der nächsten Folge gucken wir uns das mal an. Ich mache noch die Türen und Fenster fertig und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.